Willkommen zu Day One, dem ersten Pay-Per-View, und wir starten mit dem Ladder Match um die Raw Tag Team Titel. Hier sind die Maximum Male Models. Ich bin gespannt. Triple Threat Tag Team Match, Ladder Match um die Raw Tag Team Titel. Wir haben 9 Championship Matches am heutigen Abend. Und hier sind Marseille und Mensoir, die Maximum Male Models. Und hier sind unsere Raw Tag Team Champions, Shelton Benjamin und Cedric Alexander. Und zu guter Letzt, hier kommen die zweiten Herausforderer, hier kommen die Street Profits. Los geht es, das erste Match des ersten Pay-Per-Views in WWE 2K23, und wir haben ein Ladder-Match um die Raw Tag Team Titel. Ich bin echt gespannt, kriegen wir neue Champions? Das erste Mal, dass Shelton Benjamin mit Cedric Alexander die Titel verteidigt. Davor war es ja immer Isaiah Swerve Scott. Das heißt, so gesehen, die erste Titelverteidigung für Shelton Benjamin. Alexander hat da schon mehr Erfahrung. Und es wird nicht leicht. Wir haben ja echt gute Teams, die sich natürlich qualifiziert haben, um in diesem Ladder Match zu sein. Und es geht hier draußen schon mal ordentlich ab. Benjamin kümmert sich um die Maximum Male Models. Und für die Street Profit sieht es gerade am schlechtesten aus. Alexander bringt die erste Leiter in den Ring. Benjamin holt direkt die zweite. Und vielleicht sehen wir hier das schnellste Ende in einem Ladder Match, das es jemals gab. Wird Alexander Geschichte schreiben. Aber Achtung, Montez Ford ist im Ring und geht mit auf die Leiter. Alexander mit dem ersten Schlag. Jetzt Montez Ford, jetzt kommt auch noch Marseille. Und da schmeißt Dawkins die Leiter um. Schnappt sich die Leiter jetzt selber. Chance vielleicht. Achtung, Montez Ford mit dem Sprung auf Marseille. Alexander hat Größeres vor und Dawkins gerade allein im Ring. Achtung, Marseille sieht's. Alexander sieht's. Die Leiter umgekippt. Dawkins hängt noch dran. Super Kick von Alexander. Und eine Powerbomb gegen Dawkins. Elbow Drop von Benjamin. Actionreicher Anfang in diesem Opener. Alexander und Benjamin machen das hier bisher ziemlich gut. Jetzt guter Konter von Dawkins. Blockt hier den Angriff. Attackiert Alexander. Und Dawkins holt da Benjamin runter. Ich weiß gerade nicht, was mit dem Titel passiert ist. Der ist gerade einfach weggeflogen. Benjamin. Zurück im Ring. Dawkins. Zurück oben. Der Titel ist zurück. Achtung, Marseille geht jetzt auch hoch. Mensoir an der Leiter. Schmeißt aber seinen eigenen Teamkameraden runter. Nicht die beste Idee vielleicht. Achtung, Alexander. Kassiert den Powerslam. Und Marseille bringt Dawkins auf die Matte. Montez Ford. Und Mensoir. Klasse Angriff hier auf Shelton Benjamin. Und außerhalb des Rings wird jetzt gekämpft. Maximum Male Models gerade mit der Überzahl im Ring. Marseille schnappt sich die Leiter und draußen Exploder Suplex. Und jetzt Marseille, der auf Benjamin geht. Mensoir holt sich die Leiter. Street Profit zurück im Ring.
Die Champions sind draußen. Die Street Profits und die Maximum Male Models, gerade im Ring. Achtung, Marseille und Dawkins gehen aufeinander. Montez Ford ist am Titel dran. Aber Alexander greift an, Mensua greift an. Und jetzt der Konter und jetzt Alexander an der Leiter und bringt alle wieder auf die Matte. Alle sechs gerade im Ring, aber der erste geht. Und jetzt auch der zweite. Achtung, Alexander sucht was. Schnappt sich die vierte Leiter. Aus jedem Team einer im Ring, einer außerhalb des Rings. Mensua steht so langsam wieder auf. Alexander kümmert sich um Dawkins. Und jetzt Montez Ford und Benjamin, die zusammenarbeiten. Aber die Teamarbeit nur von kurzer Dauer. Gehen jetzt wieder aufeinander. Mensua versucht mit dem Springboard. Geht nicht ganz durch. Benjamin erstmal draußen. Konter jetzt gegen Mensua. Und auch hier, die Aktion geht ins Leere. Mensua jetzt erstmal draußen. Benjamin wieder im Ring. Und kassiert hier direkt einen Chokeslam. Achtung, Sideslam jetzt von Marseille. Benjamin schnappt sich Mensua. Alle stehen gerade. Aber nur die Hälfte ist im Ring. Super Kick geht nicht durch. Schöner Konter von Mensua. Packt jetzt einen Submission Lock aus gegen Montez Ford. Dawkins jetzt auch mit im Ring. Attackiert Mensua. Bringt ihn erstmal raus. Und jetzt wäre Dawkins eigentlich gerade alleine im Ring, aber Benjamin kommt wieder rein und attackiert Dawkins. Und es gibt den Exploder-Suplex. Und jetzt eine gute Chance für Shelton Benjamin, hier noch was auszuteilen. Dawkins liegt und es gibt einen Moonsault und der geht irgendwie durch und irgendwie nicht. Irgendwie gekontert von Dawkins. Und bringt jetzt hat Benjamin auf die Matte. Der muss sich erstmal rausrollen. Nee. Zieht sich am Seil wieder hoch. Mensua hat die Leiter. Dawkins schnappt sich Mensua. Achtung, außerhalb des Rings. Harter Move. Konter von Mensua. Back Suplex auf die Leiter außerhalb des Rings. Und im Ring noch ein Konter von Mensua. Geht jetzt auf die Leiter. Und Dawkins kommt mit dem Candlestick. Mensua, schöner Kick. Alexander ist am Titel dran. Dawkins schmeißt die Leiter direkt wieder um. Alexander hält sich. Kann er den Titel da abhängen? Die Leiter liegt direkt unter ihm. Das ist gefährlich. Und jetzt landet er auf der Leiter. Schöner Job. Benjamin attackiert hier Montez Ford. Und der kann jetzt wieder kontern. Marseille geht rein. Alexander ist drin. Springboard-Aktion. Alexander bleibt stehen. Und jetzt kompletter Zusammenprall. Und Alexander mit dem typischen Isaiah Swerve Scott Kick. Den haben wir schon im letzten Match gesehen. Hurricane Runner. Langer Opener hier von unserem ersten großen Event Day One und es geht um die Raw Tag Team Titel. Heute haben wir 9 Titelmatches. Alle Titel werden hier heute verteidigt. Das ist auch bisher die längste Matchcard. Dawkins mit dem Uppercut gegen Alexander. Geht jetzt hier aufs Knie. Und jetzt Dawkins geht auf die Leiter mit Mensua. Montez, Angelo Dawkins, der natürlich da gerade oben ist. Mensua war schneller. Und Mensua, die Leiter.
fällt zusammen. Da wollte Mansoor einen ganz gefährlichen German normalen Suplex bringen. Eigentlich ein Superplex von der Leiter. Aber dann ist die Leiter zusammengeprallt. Und jetzt ist der alleine oben. Marseille kümmert sich um Alexander. Vielleicht die Chance für die Maximum Male Models, aber die Street Profits sind wieder da. Und arbeiten zusammen und holen Mansoor zurück auf die Matte. Und jetzt Brainbuster von Alexander. Und jetzt Superkick. Alexander steht schnell wieder auf. Bringt Montes Ford raus. German Suplex. Ich kann kaum noch reden. Es ist viel Action hier in diesem Match. Und man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Wir bleiben aber bei der Action im Ring. Und da gibt es den Finisher von Shelton Benjamin. Gegen Angelo Dawkins. Und jetzt Marseille, der sich Alexander schon ab. Und der kann kontern. Marseille kann kontern. Ist aber gerade in einer 2 gegen 1 Situation gegen die Tag Team Champions. Und Alexander, der hochgeht. Und Dawkins, der hochgeht. Benjamin, der Marseille mit dem Stuhl attackiert. Draußen Mansoor, der Montes Ford attackiert. Achtung, Dawkins. Bringt der Alexander runter. Der kann kontern. Auch Dawkins kann kontern. Benjamin probiert irgendwie Dawkins zu erreichen mit dem Stuhl. Klappt nicht ganz. Und jetzt ist es vielleicht zu spät. Jetzt ist es vielleicht zu spät. Denn die Street Profits hängen die Titel ab und sind unsere neuen Raw Tag Team Champions. Day One startet mit neuen Champions, mit den Street Profits. Definitely a cause for celebration. What an impressive victory. Es wird Zeit, einen Blick auf das anstehende King of the Ring Tournament zu werfen. Ab der nächsten Monday Night Raw Episode geht es los mit dem King of the Ring und dem Queen of the Ring Tournament. Und da können wir sehr gespannt sein. Alle Leute haben sich qualifiziert und wir haben Rick Boogs gegen MVP, LA Knight gegen Ilya Dragunov, Dolph Ziggler gegen Chad Gable und Matt Riddle gegen Sheamus. Und bei den Frauen haben wir dann Liv Morgan gegen Dana Brooke, Doudrop gegen Raquel Rodriguez, Tamina gegen Zoe Stark und Sonya Deville gegen Charlotte Flair. Auch hier, alle Frauen haben sich qualifiziert, um in diesem Tournament zu sein. Es ist nicht das Mayan Classic Turnier, auch wenn es dran steht. Es ist unser Queen of the Ring Tournament. Und es ist so, egal ob die Superstars bei Raw oder SmackDown sind, beim King of the Ring und beim Queen of the Ring Tournament können die überall auftreten. Das heißt, ein SmackDown Superstar könnte auch bei Raw auftreten. Das ist aber nur bei den Tournaments so. Und die starten diese Raw-Episode und gehen dann direkt bei SmackDown weiter. Und in ungefähr 2-3 Wochen haben wir dann auch schon die finalen Ausgaben. Dann haben wir auch eine Arena, eine King of the Ring Arena bei Monday Night Raw, eine Queen of the Ring Arena bei SmackDown, wo dann die Halbfinals und das Finale stattfinden wird. Genau, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Ab Raw geht's los und jetzt geht's weiter mit Day One. Wir machen weiter mit dem SmackDown Women's Championship Match. Und hier kommt die Herausforderin Lacey Evans. Hat sich qualifiziert und hat jetzt die Chance ihres Lebens, um Champion zu werden. Aber ihre Gegnerin, die erste und auch bisher einzige SmackDown Women's Championess, hier ist die noch ungeschlagene Asuka. Los geht das erste Singles-Match des heutigen Abends. Asuka gegen ihre nächste, vielleicht auch letzte Herausforderin,
Lacey Evans. Es wäre ein Riesensieg für Evans. Geht hier auf jeden Fall als Außenseiterin in dieses Match gegen Asuka. Und die hat jetzt Evans hier direkt in der Ringecke. Kann sie den Titel weiterhin verteidigen? Hatte jetzt schon einige Titelverteidigungen. Kann sie ihre Dominanz fortsetzen? Oder bekommen wir nach langer Zeit endlich mal wieder einen neuen Champion? Asuka hat den Titel bei SmackDown in einem Fatal 4-Way-Match gewonnen. Noch vor dem allerersten Pay-Per-View Money in the Bank. Und ist immer noch Champion. Aber jetzt Lacey Evans, die sich gut wehrt. Und Asuka bleibt stehen. Noch ein Schlag. Asuka, jetzt ist sie mal unten. Und Achtung, Evans mit dem Tritt hinterher. Geht aus Toprope. Asuka steht aber schon wieder. Nicht die schlauste Entscheidung von Evans. Springt jetzt trotzdem und bringt Asuka auf die Matte. Direkt der Pin hinterher. One. Kickout. Guter Versuch von Lacey Evans. Die braucht auch gute Ideen, um dieses Match hier zu gewinnen. Shoulder Tackle, direkt wieder der Pin. Sie will es probieren. Asuka weiterhin. Kickout bei 1. Guter Start aber von Evans. Bringt Asuka in die Ringecke. Schöner Schlag. Lacey Evans geht jetzt auch auf den Arm von Asuka. Jetzt Asuka mal mit dem Back Elbow. Schlag jetzt gegen Lacey Evans. Kommt hier zurück ins Match. Bringt Evans über die Seile. Und die kann kontern. Mit diesem Schlag ins Gesicht. Zurück im Ring. Packt sich Asuka. In die Seile. Und Asuka mit dem Konter. Schlag direkt hinterher. Asuka will sich zurück die Oberhand zurückgewinnen. Geht hier weiterhin auf den Arm von Lacey Evans. Nimmt sich die Herausforderung jetzt direkt hoch. Und da kommt der Kick. Und Asuka früh im Match mit einem ihrer Signature Moves. Jetzt der Pin. One, two, Kickout. Asuka verliert hier keine Zeit. Bringt früh ihre großen Aktionen. Ihr letztes Titelmatch war gegen Carmella und da hat sie früh gewonnen. Hat Carmella keine Chance gelassen. Und jetzt schnappt sie sich Evans, aber die kontert. Und jetzt Lacey Evans, die sich Asuka schnappt. Und die Chance hat zum Sieg. One, two, Kickout vom Champ. Evans schnappt sich Asuka und die kontert. Women's Right geht nicht durch. Stattdessen jetzt Black Widow von Asuka. Sie ist Profi darin, Submission Moves zu zeigen. Aber Evans kommt raus. Wer ist schneller? Asuka. Mit dem Kick. Und der hat gesessen. Evans rettet sich erstmal unter das Seil. Nächster Schlag von Asuka. Und bringt mit dem Dropkick Lacey Evans nach draußen. Was hat Asuka jetzt vor? Auf dem Toprope, während Evans draußen ist. Das kann übel enden. Asuka, Dropkick geht ins Leere. Wichtiger Konter von Evans, aber Asuka steht schon wieder. Bringt Evans hier gegen den Ringpfosten. Mit Countout kann es natürlich den Titel verteidigen. Aber ich glaube nicht, dass das Evans Asukas Variante ist, wie sie Evans schlagen will. Beendet den Count jetzt erstmal. Geht in den Ring. Um den Count zu resetten. Packt sich wieder Lacey Evans. Was hat sie jetzt vor? Wir werden es nie erfahren, denn Evans kontert. Achtung, Lacey Evans schnappt sich Asuka. Die kann kontern. Nochmal geblockt, nochmal geblockt. Klasse von Asuka. Und jetzt Kicks gegen Evans und schmeißt sie hier gegens Apron. Die Action außerhalb des Rings. Und Evans mit einem Suplex. Ja, der geht durch und der tut weh.
Nimmt Asuka wieder hoch und wir müssen auf den Count achten. Wir sind jetzt gleich bei 7. Bei Double Countout, selbst wenn Lacey Evans durch Countout gewinnt, verliert sie dieses Match technischerweise. Also sie gewinnt auf jeden Fall nicht den Titel. Asuka und Evans, beide realisieren, wir müssen zurück in den Ring. Und Asuka schnappt sich direkt Evans, ist wieder mal schneller und hat jetzt die Chance, mit dem Asuka-Lock dieses Match für sich zu entscheiden. Und Evans steppt. Asuka bleibt dominant. Asuka bleibt SmackDown Women's Champion. Kommen wir zu einem Match, auf das ich mich richtig freue. Das United States Championship Match. Und hier ist der Herausforderer, Johnny Gargano. Mit seiner Musik, die endlich wieder zurück ist, hat sich in einem Fatal Four qualifiziert und kämpft jetzt gegen den ungeschlagenen Champion, Karrion Kross. Und hier kommt er. Ich glaube, wir haben ihn noch gar nicht gesehen. Bisher der United States Champion. Karrion Kross hat mittlerweile Haare bekommen und will auch heute seinen Titel verteidigen. Los geht dieses United States Championship Match. Karrion Kross will direkt offensiv starten. Aber Johnny Gargano macht es schlauer, bringt direkt diesen Springboard DDT. Es ist eine Riesenchance für ihn und er bringt Karrion Kross in den ersten 10 Sekunden zum Bluten. Das ist ein Traumstart, jetzt Kross aber mit dem Konter. Karrion Kross ist ungeschlagen. Er hat ein NXT-Tournament gewonnen, wo nur NXT-Leute waren, wo es noch NXT gab. Laut Roxanne Perez gibt es ja NXT immer noch. Aber das ist eine andere Sache. Er hat ein NXT-Tournament gewonnen, wo auch Johnny Gargano mit drin war und nicht gewonnen hat. Danach hat Kross den so starken Benjamin geschlagen und ist immer noch ungeschlagen. Submission Lock. Karrion Kross. Zuletzt hat er seinen US-Title gegen Tommaso Ciampa verteidigt. Und jetzt gegen Johnny Gargano. Das ist schon interessant. Und wenn er beide geschlagen hat, dann ist es auf jeden Fall eine Ansage. Aber bisher macht es Gargano wirklich gut. Er kämpft. Er weiß, was er da für eine Chance hat und was er da für einen Gegner hat. Gargano, der Kämpfer, schnappt sich hier die Beine von Karrion Kross. Und jetzt gibt es einen Elbow Drop. Ist Gargano derjenige, der mit Kross klarkommt, der Kross besiegen kann? Es ist bisher der beste Start, den es je gegen Karrion Kross gab. Und der macht es richtig gut. Geht jetzt in die Seile. Dropkick. Kross muss sich da erstmal rausrollen. Und Gargano verliert keine Zeit. Suicide Dive direkt hinterher. Man sieht, wie Gargano kämpft. Kross kommt aktuell gar nicht mit Johnny Gargano klar. Wir sind außerhalb des Rings und Gargano macht eine Ansage gegen Kross. Der wehrt sich jetzt mal nach langer Zeit. Und bringt Gargano hier erstmal gegen die Barrikade. Direkt ein Dropkick hinterher. Karrion Kross. Nächster Tritt gegen Gargano. Achtung, Karrion Kross schnappt sich Gargano. Und Alabama Slam. Außerhalb des Rings, ein bisschen gegen die Barrikade. Das tut auf jeden Fall weh. Kross geht weiter aufs Bein, hält Gargano da draußen. Wir sind bei 7. Will sich Kross vielleicht einen Countout-Sieg holen? Denn wir sind jetzt bei 8. Achtung, Kross geht rein. Aber auch Gargano drin.
Achtung, Cross zu früh gefreut. Dropkick direkt gegen Cross. Der wehrt sich. Dropkick jetzt von Cross. Karrion Kross und Johnny Gargano. Und Achtung, Karrion Kross mit einer Powerbomb. Gargano kann kontern. Roll-up. Roll-up gegen Kross. Und der kommt raus. Gargano schnappt sich direkt wieder Kross. Will keine Zeit verlieren. Bringt ihn in die Ringecke. Und wir wissen alle, was jetzt kommen soll. Johnny Gargano wirft Karrion Kross ins Turnbuckle. Und das ist vielleicht die Chance zum Titelwechsel. One, two, Kickout von Karrion Kross. Match noch nicht vorbei. Nächste Chance. Kann er Karrion Kross zum Aufgeben bringen? Das wäre riesig. Karrion Kross hat hier richtig Probleme. Gargano Escape und vielleicht der Titelwechsel. Muss Kross hier aufgeben. Wehrt sich. Mit Tritten, mit Schlägen. Karrion Kross bringt Gargano jetzt in die Seile. Zusammenprall. Und Gargano wieder schneller. Schnappt sich Kross und super. Gargano bisher mit einem klasse Auftritt. Nächster Suicide Dive. Er lässt Karrion Kross kaum eine Chance. Das sieht man selten. Aber nie zu früh freuen. Achtung, Karrion Kross, der sich jetzt hier Gargano schnappt. Und jetzt hat Gargano hier ein paar Probleme. Immer außerhalb des Rings, wo Karrion Kross seine Dominanz zeigt. Geht vielleicht auf dieselbe Taktik. Er bringt Gargano wieder in diese Ecke. Aber der weicht aus. Und jetzt liegt Kross. Achtung, Johnny Gargano visiert den Kopf an. Hat hier heute so gute Chancen, United States Champion zu werden. Kann nicht durch Countout gewinnen. Cross steht wieder. Zurück im Ring. Und nächster Springboard Frankensteiner. Ist es das? One, two, Kickout. Richtig guter Versuch von Gargano. Vorarm. Double Footstump. Gargano muss sich doch den Sieg hier holen können. Zweiter Versuch. Zweiter Gargano Escape. Wird Karrion Kross aufgeben? Wird er tatsächlich? Johnny Gargano mit einer unglaublichen Leistung. Und ist neuer United States Champion und entthront Karrion Kross. Was ein Moment. Wir machen weiter mit Toxic Attraction und dem Women's Tag Team Championship Match. Die neuen Herausforderinnen haben sich bewiesen und haben jetzt die Chance, Champions zu werden. Hier sind Gigi Dolin und Jessie Jane. Und hier kommen die Champions, Tamina und Natalya. Bereits die zweiten Tag Team Champions, die ersten Mal Ember Moon und Shotzi und jetzt sind es Tamina und Natalya, die auch hier heute ihre Titel verteidigen wollen. Los geht es. Jane und Tamina starten dieses Tag Team Match. Es geht um die Women's Tag Team Title. Toxic Attraction, ein neues Team mit einer Riesenchance, direkt zu glänzen. Ich will kurz daran erinnern, Tamina ist ungeschlagen in Single-Matches. Das hat eigentlich nichts für dieses Tag-Team-Match zu bedeuten, aber das ist eigentlich beeindruckend. Achtung, Jessie Jane. Klasse Leg-Drop hier.
Schnappt sich jetzt Termina. Haut den Kopf auf die Matte. Und jetzt kommt auch ein schneller Wechsel mit Gigi Dolin. Ja, Termina rollt sich hier auch schnell raus. Und Gigi Dolin, die sich hier direkt Natalia schnappt. Jetzt geht sie raus. Auf Termina. Und auf Natalia. Legt sich einfach gleich mit beiden Frauen an. Währenddessen geht Termina ganz sneaky wieder zurück in den Ring. Und Achtung, Natalia kontert hier gegen Gigi Dolin. War vielleicht nicht die schlauste Idee. Und jetzt Termina, die auf Jesse Jane geht. Auf Jesse Jane? Jesse Jane, oder? Nee, Jesse Jane. Ah, ich hab keine Ahnung. Also gerade gehen die Frauen auf die falschen Frauen. Achtung, Termina. Boah, aufs Apron hier, harte Aktion. Und Gigi Dolin, die auf Natalia geht. Wir sind gerade außerhalb des Rings. Und wir sind gerade bei einem Count von 4, gleich schon bei 5. Leg Drop von Natalia. Und ein Count von 6. Auch hier bei dem Count-Out gibt es keinen Titelwechsel. Ja, Natalia kassiert jetzt hier einen richtig guten Job. Natural Selection. Termina hat hier gerade versucht, Jesse Jane weiterhin draußen zu halten. Die kam aber wieder rein und hatte gerade die beste Chance, sich die Tag Team Titel zu schnappen. Aber Kick-Out von Natalia. Jetzt der Kick. Und jetzt die nächste Chance. Vielleicht reicht es ja jetzt. Aber da ist Termina. Doch die knockt den Ref aus. Und jetzt liegt der Ref auch mal ein bisschen länger. Und Gigi Dolin, die aufs Bein von Natalia geht. Muss jetzt gucken, dass sie da rausgeht. Auf dem Top-Block. JC Jane. Mit dem Crossbody. Und jetzt mit dem Wechsel. Gigi Dolin gegen Natalia. Da sollte es den Rolling Clothesline geben. Aber Konter von Dolin. Kick geht auch ins Leere. Achtung, Natalia. Dropkick geblockt von Dolin. Und jetzt. Gigi Dolin. Schöner Slam gegen Natalia. Kann es das vielleicht sein? Nee. Natalia kommt raus. Termina wäre vielleicht noch da gewesen. Rechtzeitig. Und jetzt nicht Natalia, denn Dolin kann so schnell wieder kontern. Und Toxic Attraction aktuell mit dem Vorteil. Mit der Oberhand. Aber jetzt der Konter von Natalia. Und jetzt die Chance zu einem Wechsel. Und der kommt auch mit Termina. Achtung, Gigi Dolin bringt Termina an die Seile. Kick direkt hinterher. Und auch jetzt hier der Wechsel bei Toxic Attraction. Jesse Jane bringt sie in die Seile. Und Power Slam. Wechsel mit Natalia. Und die wird direkt gepackt von Gigi Dolin. Schlag hinterher. Jetzt der Konter. Natalia zurück im Ring. Dolin schneller. Natalia kann Konter. Natalia packt sich Gigi Dolin. Und jetzt gibt es den Sharpshooter. Mitten im Ring. Das kann gefährlich werden. Aber da kommt der Kick von JC Jane. Und jetzt der Pin von Natalia nach dem Sharpshooter. Und wieder JC Jane. Und jetzt geht es in die Ringecke von Toxic Attraction. Jetzt gibt es den Wechsel. Und jetzt gibt es hier den Tag Team Move. Doppelter Suplex und der geht durch. Kein Wechsel. Jane mit einem Chop. Natural Selection. Und jetzt nimmt sie Natalia direkt wieder nach oben. Super Kick. Vollkommen ins Gesicht. Chance für Toxic Attraction und da ist schon wieder Termina. Wir sind gerade außerhalb des Rings bei einem Count von 8 und Natalia lässt sich Zeit gegen Gigi Dolin. Wir sind gerade bei einem Count von 9 und Natalia
kommt nicht rechtzeitig rein. Wir haben ein Unentschieden in diesem Tag-Team-Match.